Okay. Bolzen da rein. Batterie. Doch, Batterie auch da rein. Das packen wir dahin. Das wieder auch mit dahin. So, Essen. Na, eine Sellerie. Komm, die können wir auch mal aufessen, ne? Ah, stimmt, mein Fleisch wollte ich noch mit drum kümmern. Wollte noch ein Lagerfeuer bauen, ne? Haben wir da noch Rindergulasch? Die muss ich erstmal aufmachen. Machen wir die mal auf. Schön. Genau, ich glaube, das mache ich jetzt gleich erstmal. Hier mal ein Lagerfeuerchen bauen. Die Seife. Brauchen wir noch mal. Nee, das nicht. Das da. Die Autoteile noch mal. Zack, zack. Schön rein. Stimmt, die Batterien wollte ich gleich in Blei verwandeln. Dann lass mich doch mal die Batterien auch rausholen. Da. Ja, zwei behalte ich noch. Ja, zwei behalte ich. Da ist meine Axt. Mal dahin. Das kommt da rein. Das ist so ein Chaos hier drin. Oh mein Gott. Womit kann ich denn die Batterien klein machen? Das ist aber doof. Was für eine Waffe brauche ich denn, um die klein zu machen? Bestimmt eine, die ich jetzt nicht habe. Okay. Hätte noch ein Brecheisen im Angebot. Ja, Brecheisen. Alles klar. Super. Okay, dann gucken wir mal, dass wir vielleicht da oben einfach mal hier draußen. Ein Grillgrill habe ich ja gefunden. Wo bist du denn, mein Lagerfeuer? Das da Feuerring. Okay, den Feuerring, den werde ich wahrscheinlich bauen müssen. Und dann. Was brauche ich denn? Sechs Steine, ein paar kleine Stämme, Lumpen oder Papier. Okay. Ach, durchsuchen. Was hab ich denn hier? Hagebutte. Gar kein Zweig. Ah, da haben wir gleich. Oh, meine Axt. Ach nee, das machst du mit dem Messer. Das kannst du mit dem Messer geschwind machen. Ah, ist Wahnsinn, was man alles so in diesem Spiel echt lernen tut, ne? Aber meistens muss man versuchen, einfach nur logisch zu denken. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich gehe jetzt davon aus, dass ich das Lagerfeuer bauen muss. Und dann kann ich das Grillgrid wahrscheinlich da drüber stellen. Vermutlich. Achso, Steine, warte. Auch noch Steine.
Ja, groß oder klein, das weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe, das ist egal. Ich nehme einfach mal ein paar mit. So. Lumpen haben wir ja. Lumpen. Lumpen, Lumpen, Lumpen. Haben wir eine Medizinkiste? Das sind zwar schöne Lumpen, aber ich habe noch so viel Klamotten. Ja, komm. So, vier Stück. Ah ja, genau. Ach, wunderbar. Prächtig. So, und jetzt mein Grit. Mein Grillgrit. Aber der ist da drin. Da habe ich auch einen Kochtopf. Kannst du mal dein Messer wegnehmen? Okay. Und dann nehme ich mal. Ich nehme mal das mit. Einfach zum Austesten. Bratpfanne weiß ich gerade gar nicht, ob ich das da nutzen kann. Kochtopf. Einfach, ja, da muss ich mich auch noch rantasten. Also gekocht habe ich hier drin noch nie. Da muss ich jetzt auch einfach mal gucken, ob das überhaupt hier so Sinn macht. Ah, guck mal, der rastet ein. Ach, sauber. Perfekt. Muss ich es noch anzünden? Und da steht was mit Cook Food. So habe ich jetzt meinen Feuerstahl, mein Feuerzeug. Das wäre eigentlich hier drin ganz praktisch. Aber das habe ich bestimmt hier reingepackt. Da, mein Feuerzeug. Da habe ich noch einen Feuerstahl. Oh, da bin ich mal gespannt. Anzünden. So, Cook Food. Aha, guck mal, das kenne ich von damals überhaupt nicht. Diese Sachen. Ah. Das könnte ich optional Salz oder Pfeffer dazu packen. Habe ich Salz oder Pfeffer? Warte mal, kann ich die mal kurz mit nach da oben nehmen? Macht er jetzt schon? Nee, der macht jetzt kein Essen, ne? Bitte. Salz oder Pfeffer? Ich habe hier mehr Salz. Ich glaube, Pfeffer habe ich noch gar nicht gehabt. Okay, Pfeffer habe ich nicht. Also nehmen wir mal den da raus. Warum machst du jetzt so einen Kreisel hier? Add Recipe. Ach so, jetzt muss ich Fleisch rüberpacken, ne? Aha. Und das Salz, nimmt er das? Ja, das Salz nimmt er. Oh, ist ja geil. Okay. Da sieht man sogar richtig, wie der hier gerade braun wird. Ja, zumindest keine 12,8 Minuten in Realzeit. In Realtime, das wär's ja. Hockst du 12 Minuten hier erstmal am Grill. So, und jetzt bräuchte ich eigentlich noch einen Kühlschrank hier zu Hause, damit ich das auch entsprechend kühlen kann, ne? Aber den Kühlschrank, den kann ich ja nicht schleppen. Oh, der ist fertig. Ja, dann nimm doch. Grab. Ah, 3 Sterne. Well cooked. Wo sind?
Mein Fleisch ist weg. Alter, da schwitze ich hier gerade zu Tode an dem Ding. Das ist auch klar, ist auch heiß. Grillt Fisch, grillt Veggie. Das ist das Einzige, was ich mit dem machen kann, ne? Warte mal, ich hatte noch Kochbücher gefunden. Kannst... Oh, warte mal. Kann ich mal kurz... Die ist nämlich total heiß. Am Feuer. Warte mal, die Weste auch mal kurz ausziehen. Zu Hause. Zu Hause ist okay. Toll. Ja. Den Helm. Ach, der Rucksack ist auch noch. Hitze, klar, von hinten. Logisch. Warte, die Kochbücher. Die hatte ich da in der Kiste drin. Wo seid ihr? Das ist Stew. Käseroller, gut, Käse habe ich nichts dabei. Sind die einzigen beiden, die ich bisher habe. Aber jetzt müsste das doch. Warte mal. Kurz. Cooking. Ich glaube, ich muss da mal kurz weg von das Ding. Ah. Genau. Ah, guck mal hier. Da. Genau, da ist Schießpipe. Kochtopf. Ich möchte mal Kochtopf wissen. Bohneneintopf, Garbage, Chili, Jambalaya, Meat Stew. Da bräuchte ich Steak. Oh. Ganz viel Gemüse. Zwiebeln. Ah, Pilze auch? Das habe ich aber gerade nicht dabei. Schade. Okay, also einen Garten ansetzen. Vielleicht auch Pilze finden. Aber Pilze müssten im Wald sein. Habe ich denn überhaupt Gemüse so viel hier drin? Gut, ich hätte zwei Gurken. Ich hätte noch eine Zwiebel. Mhm. Wenn ich jetzt vielleicht mal im Wald gehe, müsste ich doch ziemlich schnell einen Pilz finden, oder? Gucken, ob wir die Pilze überhaupt erkennen. So, du kleiner Nacktfrosch. Lauf mal im Wald rum. Oh, warte mal, da war, glaube ich, was. Ja, aufnehmen. Ich habe einen Pilz gefunden. Kegelhütiger Knollenblätterpilz. Ob der dafür genommen wird? Warte. Das bist du, ne? Ne, das ist ein Wiesenchampignon. Da. Okay, wird genommen. Jawoll. Ja, geil. Pfui, nee, besser nicht. Was? Nicht kochen? Nicht kochen? Nicht kochen. Okay, ich guck nochmal weiter, ob ich noch was anderes finde. Der Knollenpilz ist böse. Warum wird er mir beim Kochen denn angezeigt? Das ist doch doof. Ich hätte ein eiskalt da reingepackt. Ich habe jetzt aber auch nichts anderes. Ich könnte ihm vielleicht nochmal einen Fußpilz anbieten. Okay, das ist ein Wiesenchampignon. Ich glaube, ah, guck mal.
Der war auch schon rot, ne? Alpha Amanity. Da war schon was Rotes. Und der sieht gut aus. Okay, den Wiesenchampion. Damit können wir aber was machen. Rot ist immer Gift. Ja, rot ist so eine Gefahrfarbe, ne? Sollte man sich echt merken. Gerade bei Pilzen. Ah, das ist cool. Du hast Hunger? Ja, dann ess doch dein Fleisch. Hast du extra gegrillt? Oh, das ist cool. So. Jetzt haben wir uns den auch mal zugefügt. So, also, wir gehen jetzt kochen. Wir machen mal so. Und zwar, wen wollte ich jetzt haben? Den da. Fisch, Paprika, Gulasch, was brauchst du eigentlich? Oh. Der nimmt ja auch die Pilze. Braucht viel Wasser, Gemüse und Fleisch. Was bist du? Ah, das ist wieder Salzfisch, okay. Aber der braucht auch. Der Meat Stew braucht doch dasselbe wie der Gulasch. Aber ich glaube, da mache ich mir einen Gulasch. Liebe Gulasch. Aber ich könnte noch optional Salz mit reinpacken. Pfeffer habe ich nicht. Öl. Ich glaube, ich habe Essig. Und Mehl. Mehl. Warte mal. Das ist Zucker. Zucker, Zucker, Zucker. Wir brauchen, nimmt er auch Pastinaken? Das probiere ich mal aus, ob der Pastinaken nimmt. Wo ist mein Mehl? Ich hoffe 1000 Milliliter. Da irgendwie drin. Oh ne, lass mein Feuer bitte nicht ausgehen, ja? Kochtopf. Da ist mein Mehl. So, Salz habe ich schon drin. Aber Öl habe ich jetzt, glaube ich, nicht gehabt. Nee, Öl habe ich jetzt nicht. Okay, dann machen wir es mal so. Also, wir wollen jetzt kochen. Warum? Ah, warte. Ah, der rastet jetzt auch ein. Cool. Warum kann ich jetzt nicht Kochtopf? Cook Food Kochtopf. Doch gerade. Ach, da. Ah. Hier, Grillgrid, zweiter Slot, Pot. Da muss ich rauf. Oh. Why? Okay, dann gucken wir mal. Also, Fleisch. Nee, Pastinaken nimmt er gar nicht. Okay, Pastinaken nimmt er nicht. Dann nehme ich die Gurke und die Zwiebel. So. Nicht Gurke angezeigt gehabt. Warte. Ach, Zucchini war das, nicht Gurke. Zwiebel nimmt er, ja. Oh, da habe ich jetzt zu wenig. Ach, Knoblauch nimmt er auch. Warte. Ah, das kriegen wir alles raus. So, Medizinkiste. Du, ich habe genug Knoblauch. Also ich kann da ruhig mal was entfernen. Okay, jetzt aber, ne? Gulasch. Wollen wir kochen. Wir nehmen das Fleisch. Wir nehmen den Knoblauch.
den Knoblauch und das Knoblauch. Dann brauchen wir Wasser. 0,5. Okay, ich habe einen See bei mir, ne? 1 von 11. Ach nee, 1 Liter, nicht 11. Das da rein. Salz. Mhm. Und Mehl. Gut, ich habe jetzt halt kein Öl und kein Pfeffer. Das machen wir mal. Boah, der braucht aber lange. 192 Minuten. Cool. Das macht schon Spaß. Das ist geil. Da mache ich mir... So. Das kannst du ja nebenbei machen. So, Add Recipe. Genau, jetzt. So. Nochmal Salz dazu. Oh, ich bin so happy. Früher ging das alles gar nicht. Das ist ja geil. Das kannst du hier auch wirklich mal richtig kochen. Wie geil ist das denn? Dann hat es ja wahrscheinlich aber auch einen Nutzen, ne? Also Kochtopf weiß ich, das ging früher schon mal irgendwie, aber es hatte nicht wirklich Nutzen gehabt. Aber jetzt wirklich auf diesem Grillgrid und den Kochtopf da drauf, das ist schon cool. Coole Sache. Da lohnt es sich, einen Garten anzulegen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weiß nur halt nicht, ob man vom Pilzen auch Saat bekommen kann. Weil Pilzsaat. Ich habe Cantaloupe-Melonsamen, Paprika, Kirschen, Cantaloupe. Mehr habe ich noch nicht gefunden. Schade. Okay. Geil. Das freut mich tatsächlich. Das ist so toll. So genial. Okay, mehr Gemüse. Und ich gehe mal davon stark aus, dass es wahrscheinlich auch viel sättigender ist, als wenn du nur eine Gurke futterst. Da haben wir Öl. Oh nein, ich habe das Öl übersehen. Ja, da brauchen wir mehr Bauernhöfe. So, der braucht ziemlich lange. Also der Gulasch braucht tatsächlich sehr, sehr lange. Auch in-game. Oh cool. Ja, den schmeiße ich mal weg. So, den wollen wir gar nicht erst anrühren. So, das Salz mal darüber. Flaschen auffüllen. Oh ja. Oh, da werde ich ein Hütchen bauen. Mit einer kleinen schönen Küche, mit einem Schrank, wo dann die schönen Zutaten reinkommen. Oh ja. Kann ich jetzt eigentlich auch... Oh, ich habe vergessen. Entschuldigung. Einmal stell dich mal kurz anders hin. Eine Bratpfanne. Oh, eine Bratpfanne passt auch drauf. Geil. Pfanne. Ach, guck mal, Spiegeleier. Brauche ich denn dafür? Eier? Na gut, Eier habe ich nicht. Salz, Öl und noch mehr Eier. Optionale Eier, okay. Oh, das ist ja geil. Das ist ja richtig cool. Nein, ich wollte, genau. Und in der Pfanne kannst du auch das Fleisch braten. Das ist noch, Gibt's mir nochmal, kann ich auch direkt hier rausnehmen?
Ne, ich muss erst hier rein, dann da rein. Dann gib mir nochmal kurz mein Salz. Okay, und kochen. Das ist geil. Boah. Und dann ist das Fleisch auch wieder auf 99%. Also das heißt, ich habe ziemlich viel Fleisch. Nicht alles durchbraten. Aber kurz bevor es kaputt geht, nochmal durchbraten wahrscheinlich, ne? Damit es wieder hochgeht. Ach, guck mal, da hat er auch viel von, ne? Von dem gebratenen Fleisch. Und ich glaube, auf diese Weise kann man sich dann wahrscheinlich auch richtig gut ausgeglichen ernähren, ne? Guck mal, mir fehlt voll die B4. Und D, Vitamin D, E, fehlt mir auch alles. Naja, gut, ich bin noch am Anfang. Drei Sterne? Du kannst aber auch bis zu 5 Sterne gehen. Ich denke mal, das wird denn geskillt, das Kochen, ne? Scheint geskillt zu werden. Kann ich mal kurz gucken. Was ist hier irgendwo? Da ist die Gärtnerei. Da, kochen. Guck mal, da habe ich noch gar keine Fähigkeit. Das ist geil. Ja, das ist schön. Das ist cool. Dann muss ich am besten so einen kleinen portablen Kühlschrank finden. Womit denn einfach mal ein bisschen die Dauer. Guck mal, da ist noch einer drauf. Den esse ich mal. Jo, das macht Sinn. Das macht geil. Das ist schön. Aber ich glaube, mit meinem Fleisch kann ich eine ganze Armee ernähren. Nein! Mein Feuer ist aus. Warte. Mein Feuer ist aus. Da wird doch mein Gulasch nicht mehr fertig. Oh, das kann ich doch bestimmt als Feuerholz verwenden. Komm her. Chaos an der Base. Okay, wie mache ich das jetzt? Feuer schüre mit kleiner Holzscheit. Jawohl. Und anzünden. Oh, perfekt. Perfekt. Und der Gulasch braucht jetzt noch 112 Minuten. Spielzeit. Dann muss ich... Aha, ja, dann weiß ich schon. Dann werde ich in der Küche mir wahrscheinlich irgendwie einen Schrank oder so einen Holzbehälter daneben bauen und eine kleine Holzscheitel da reinlegen. Geil. Ja, passt noch alles, passt noch. Schön. Und hier, wenn ich eine Angel habe, könnte ich mir sogar Fisch besorgen. Dann können wir auch mal Fisch braten oder Fisch kochen. Ich glaube, dann werde ich die Angelsachen doch mal alle mit einpacken. So, Wasserflasche füllen. Nächste. Perfekt. Geil. Schön. Hm.
herausfinden, was für Gerichte ich am besten herstelle, um mich denn recht ausgewogen zu ernähren. Aber schon cool aus mit dem Feuer, ne? Mir ist ziemlich warm. Du bist ja auch am Feuer. Was soll dir sonst sein? Kalt? Aber ich hätte eigentlich auch gleich trinken können, ne? Aber warte, wir haben doch bestimmt... Guck mal, Bubbles. Trinken wir noch ein bisschen Bubbles. Ein paar Bubbles. Da haben wir noch Sahne. Kakao. Handwerk. Ja, das ist gleich für dich. Warte, ich könnte aber... Geht das? Kann ich Holzscheitel hier reinlegen? Ja, geht. Geht. Super. Ach, super. Guck mal, da ist noch ein Feuerzeug drin. Gut, dann gib mir mal die Kiste mit. Dann werde ich sie dir erstmal daneben schieben. Boah, wunderbar, ne? Dann könnten wir nämlich hier auch... Oh ja. Kohl haben wir auch noch. Da können wir bestimmt eine Kohlpfanne machen oder so. Schön.